So, mit einem schnieken Bild von einem kleinen Panzer, den ich gerne hier fahren würde, um ihn mal gegen Supermutanten und so zu testen, beginnen wir dann dieses Let's Play in der neuen Woche. Mal wieder. Aber hey, wir können uns unsere eigenen Roboter basteln. Was ist cooler, als seinen eigenen Killer-Roboter zu basteln? Seien wir ehrlich, wer hing damals nicht mit Grundschul-, Vorschulalter da und bastelte mit Legosteinen oder anderen Alternativen? Und dachte sich, wenn ich jetzt eine künstliche Intelligenz erschaffen würde, dass die alle anderen dann mal kurz eben so ein bisschen so knackknick weg. Wie hat sich das nicht gedacht damals? Also ich hätte gerne einen Killer-Roboter gehabt, aber eher zum Einkaufen und von wegen so, hey, der guckt mich böse an, weg. Hey, der sieht doof aus, weg. Hey, die stehen alle vor mir in der Schlange, weg. Ja, so der Richtung. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen fies, aber ach, naja. Ja. Die Carla, die Gammel, die Carla. Wo ist eigentlich mein spezieller Freund Rick? Nick. So, ich habe glaube ich nochmal Energiepuppen. Gucken wir mal. Ne, da ist wohl keiner dabei. Ja, dann halt nicht. Oh, wo ist mein Freund? Die meisten Leute brauchen einfach nur Hilfe. Bye, bye. Wir müssen sie ihnen nur anbieten. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Ich habe noch nie jemanden verloren. Dieses Versagen ist mir neu. Tja, das, Sei lieber vorsichtig. Ich kann Sachen reparieren. Bei Leuten ist das... Ja, ich wollte gerade sagen, Leute kann man nicht so einfach reparieren. Mit ihnen zu reisen ist ausgesprochen aufschlussreich. Ist das so? Mich interessiert eher, wo denn unser Privatdetektiv ist. Es ist mir eine Freude, ihn zu sehen. Da ist er. Sehr schön. Nick. Sollen wir wieder aufbrechen? Ja. Gehen wir. Gut, gehen wir. Jeder geht nach Red Rocket Raststätte. Sehr gut, macht es. Braves Mädel. Also, Inventar. Mal gucken, kann ich denn hier was verbessern? Wir brauchen Leder. Hat Gammel Carla denn Leder? Carla, die Gammel, die Carla, ja. Die Gammel Carla. Hey Carla. Wieder zurück? Zeit fürs Geschäft? Ja, Mann. Na, ich schau's mir an. Ja, ja, immer mit der... Ja, heißt LMA, also von daher nein. So, Kleidung, nee. Hilfsmittel, nee. Schrott, jo. Sag bitte, die hat Leder dabei. Natürlich reicht der Stoff nicht aus, wir brauchen wirklich Leder, ne? Ja, ja, es ist schon... Sieht mir jetzt irgendwie nicht danach aus, wenn ich das jetzt hier so sehe. Ne. Tja, dann hat es wohl nicht sollen sein. Das heißt, wir werden dann eben mal mit unserer Powerrüstung und dem Nick durch die Gegend hauten. Getarnt als Anhänger der Bruderschaft werden wir Tod und Verderben über das Ödland bringen und es unterjochen. Das Institut wird sich denken, es wäre froh gewesen, wenn es uns nicht überlebt hatte lassen. Irgendwie so. Weil das Institut ist ja schuld. Haben wir jetzt erfahren. Hier läuft es richtig. Ne, der Kellogg, der fiese Bastard. Der hat ja immerhin unseren Sohn entführt, das heißt. Ich drücke die ganze Zeit die falschen Tasten. Mensch, das ist Profi-like, ey. Außenposten Simonia, wo auch immer der ist. Oh nee, nein. Den werde ich jetzt nicht annehmen, das kannst du vergessen. Bei General Atomics. Wo ist hier? Da können wir das nehmen hier. Wo ist das da hinten? Wobei, wir müssen hier zum leuchtenden Meer. Puh, das ist so ätzend. Ah.
Weg zur Kinderkrippe. Wo ist das hier? Ach, das ist da. Achso, das habe ich noch nicht entdeckt. Den können wir eigentlich da hinreisen und von dort aus dann da runter, oder? Oder? Ach, weißt du was? Wir laufen einfach zu Fuß. Ja, wenn ich da mal die richtige Taste drücken würde. Das heißt, ich will eigentlich nämlich hier diese... zu diesem Labor. Da war ich selbst... Nee, da war ich noch gar nicht drin. Aber wir werden laufen. Wir werden jetzt laufen. Klassisch. So wie man das früher gemacht hat. Als man noch nicht sich teleportieren konnte innerhalb einer Karte von A nach B. Und einfach dann sich gedacht hat, hey, ich gehe spazieren oder gehe oder laufe oder renne zum Beispiel. Jogge. Irgendwie so. Von daher tun wir das jetzt einfach mal. Und schauen, wie uns das denn so gut tut. Oder halt nicht. Irgendwas davon wird schon passieren. Passiert immer irgendwas. Mhm. So. Übrigens, die Red Rocket Raststätte, ist ja das hier, ist für mich unverständlicherweise ein sehr beliebtes Ziel bei vielen, die sich hier eine Basis bauen. Also für mich gibt es eigentlich nur Sanctuary, das wo wir da oben sind. Und dann gibt es eigentlich nur noch zwei weitere. Die ich jetzt noch nicht nennen möchte, weil das wäre nicht gut. Spoilert ein bisschen zu viel. Die werden wir auf jeden Fall noch sehen. Und das sind so diejenigen, wo ich sage, ja, da kann man dann halt richtig was Schönes draus bauen. Wenn man denn die notwendigen Ressourcen hat. Und das ist immer so das größte Problem, ne? Die Ressourcen. Ja, da kannst du auch schon mal ganz schnell an den Rand des Wahnsinns bzw. der Verzweiflung kommen. Ich muss auch sagen, das ist für mich so ein bisschen nervig an vielen Stellen, dass man dann ja nicht die Möglichkeit hat, so zu bauen, wie man das gerne möchte, weil halt die Ressourcen fehlen. Beziehungsweise dann halt eingeschränkt ist. Klar, es hat auch einen gewissen Reiz, aber zum Beispiel das mit diesen Überfällen habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich dachte wirklich so ein bisschen Tower Defense-like. Okay, ich mache halt meinen Wall, platziere Geschütztürme und alles. Und dann kommt ab und zu mal ein Gegner an oder zumindest kommen halt Gegner an, sagen wir es mal so. Da kommen dann halt Gegner an und überfallen mich und wollen mir meine Siedlerklauen töten und irgendwie so. Aber ich habe bisher noch keinen einzigen Überfall von irgendwem gehabt. In meiner Siedlung. Also von daher. Irgendwas höre ich doch gerade. Achtung, Bewohner des Commonwealth. Ich, der Mechanist, bringe euch ein Zeitalter des Friedens. Fürchtet euch nicht. Roboter sind eure Verbündeten, eure Beschützer. Und sie werden erst tun, wenn das Commonwealth gerettet ist. Gemeinsam werden wir wieder Gerechtigkeit schaffen. Warum kann ich nicht... Warum kann ich nicht den Watz-Modus aktivieren? Was ist das hier? Raider-Abschaum, okay. Alter Schwede. Wie ging das denn? Hin. Warum geht der Watz-Modus nicht? Und warum kann ich die nicht durchsuchen? Ja, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich kann die hier auch nicht durchsuchen. Ach, okay. Ich weiß warum. Ich hing noch in diesem doofen Menü fest. Deshalb einmal gut, dass wir das überstanden haben. Da können wir echt froh sein, ne? Eigentlich noch ein zweiter. So, kurz hin.
So, du bist auch gleich down. Halt, ich habe keine Munition mehr, fuck. Ich jetzt eine Ahnung hätte, wo Nick ist. Ah, ja, mal nachladen. Gott sei Dank ist der langsame. Wo ist Nick hin? Wahrscheinlich steht Nick irgendwo, weil er keine Energiezelle mehr hat. Sehr schön. Achso, hier lag, glaube ich, jemand, oder? Ja. Hier lag der andere Raider. Wir nehmen das alles mit. Kann ja nur von Vorteil sein, ne? Mhm. Sehe ich auch so. Ich habe echt keine Ahnung, wo Nick ist. Tja. Aber ich würde mal eigentlich von ausgehen, dass der normalerweise so klug ist und halt aussteigt, wenn er denn nicht mehr weiterlaufen kann. Also hätte ich jetzt zumindest gesagt. Ob er das denn wirklich macht? Keine Ahnung. So gut kenne ich ihn da noch nicht, aber er wirkt manchmal ein wenig eigentümlich, muss man ganz klar sagen. Und das ist nicht böse, sondern einfach nur ehrlich. So, hier ist nix. Oder? Nee. Aber hier ist was. So. Ich darf nicht rennen, Mist. Ich vergesse das immer wieder. Das Rennen ja etwas Gefährliches ist an dieser Stelle. Jetzt nicht, weil ich stolpern könnte und dann mit dieser Rüstung hinfalle und nicht mehr rauskomme. Dies eigentlich nicht, sondern eher, weil Energiezellenverbrauch oder Fusionskerne und ich dann nicht mehr laufen kann. Dann stehe ich da festgenagelt und komme nicht mehr vom Fleck. Das wollen wir eigentlich nicht, ne? Nee. Das wollen wir nicht. Wunderschön von A nach B kommen. Richtig. Eisenlotter Ghoul eigentlich. Das heißt, den möchte ich eigentlich nicht unbedingt hin jetzt. Wir können oben über den Highway laufen. Wir kriegen ja keinen Fallschaden. Das heißt, wir können wirklich von egal wo, und das finde ich echt auch mit der Powerrüstung etwas übertrieben, von egal wo können wir runterspringen. Und selbst wenn es das größte Gebäude ist, sagen wir, eine Powerrüstung anhaben, passiert uns rein gar nichts. Und das ist das, was sehr vielen und auch mir so ein bisschen sauer aufstößt, ne? Dass man die Powerrüstung da so mächtig gemacht hat. Das ist einfach übertrieben. Also das hätte man anders machen müssen. Mehr so wie im Vorgänger, ganz klar. Powerrüstung gut, aber halt nicht übermächtig, beziehungsweise nicht so ein Müll. Also, ja, weiß auch nicht. Klar, es ist schon reizvoller, da irgendwo runter zu springen oder sowas, aber... Oder wie hier zum Beispiel. Warum kann ich jetzt hier nicht einfach das hier nehmen? Weil hier ist ja anscheinend eine Siedlung. Und kann hier meine eigene draus machen, dass ich hier eine Basis baue. Fände ich zum Beispiel auch viel cooler, als dann immer nur in diesen Standard 0815 Punkten, ne? Also, das ist so bei einigen Sachen oder einigen Punkten ist das hier so, wo man sich dann fragt, gut, okay, es ist nicht schlecht, aber warum hat man das nicht vernünftig zu Ende gedacht? Das passiert leider hier öfters. Man kann halt nur hoffen, dass es durch die Add-ons jetzt besser wird, ne? Dass man sich da noch ein bisschen mehr einfallen lässt. So, hier rechts können wir lang gehen, das passt sich ganz gut. Wir sehen, wir könnten da hinten noch relativ weit weiterlaufen. Aber das wollen wir gar nicht. Da hat man einen guten Überblick, ne? Und wenn wir was Tolles sehen, dann können wir immer noch runter. Sehen fast, dass es unten Meyerlurks sein könnten. Mal gucken, hier oben haben auch gerne mal Gunner oder sowas ihre Außenposten. Ist auch ganz gut, ne? Man hat einen schönen Überblick, ist geschützt. Gegner kommen eher nicht so gut hier ran an diese Stelle. War hier nicht irgendwo so ein abgestürzter Vertibird an so einem Ding dran? Es kann sein. Kann sein, dass es da hinten irgendwo war. So, hier ist es dann schon anscheinend.